Captain Tom ist mit einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 100-jährige Brite Tom Moore hat letztes Jahr die Herzen der Nation erobert, indem er über 30 Millionen Pfund mit einem Sponsorlauf in seinem Garten sammelte, um sie dem NHS, dem britischen Gesundheitswesen, zu spenden. Seitdem hat der Veteran des Zweiten Weltkriegs 2 Guinness-Weltrekorde gebrochen, war der älteste Mensch an der Spitze der britischen Musikcharts und wurde von Queen Elizabeth zum Ritter geschlagen. Großbritannien hat bereits fast 9 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Doch Moore hatte noch keine Impfung erhalten, weil er wegen einer Lungenentzündung in Behandlung war.